Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. macOS Catalina ist neu rausgekommen und auch wenn ich es nicht jedem von euch direkt empfehlen kann, sich immer die neueste macOS Software zu installieren, habe ich es für euch getan, weil ihr sollt ja aus diesen Videos was lernen und erzähle euch heute meine Erfahrungsberichte mit diesem macOS und ganz besonders mit dem neuen Feature, dass man jetzt zum Beispiel auf seinem iPad sich sein MacBook oder auch seinen stationären iMac anzeigen lassen kann. Und ganz wichtig, ich verlose immer noch ein iPhone 11 Pro auf diesem Kanal bis zum 18. Oktober. Aber mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos. Lasst uns jetzt erstmal über die neue macOS Software reden. macOS Catalina bringt einige Sachen mit sich, die ich persönlich zum Beispiel sehr gut finde. Es gibt kein iTunes mehr. Ich persönlich habe 2011 angefangen, Apple Produkte zu benutzen und insbesondere auch damals einen iMac. Und da war es für mich ganz normal, iTunes kennenzulernen. Und es war für mich ein sehr komplexes Programm, was jetzt unterteilt wurde in vier einzelne Programme. Und zwar als erstes Apple Music, Podcast, TV und Bücher. Wenn ihr euch jetzt aber fragt, wie sichere ich denn jetzt meine iPhones, das ist noch simpler geworden und zwar findet ihr das Ganze jetzt in eurem Finder. Was auch noch dazu gekommen ist, beziehungsweise eher wegfällt, sind 32-Bit-Apps. Wenn ihr euch jetzt fragt, ich würde sehr gerne das neue macOS installieren, weil ich es wirklich sehr spannend finde, aber ihr wisst nicht, ob ihr noch 32-Bit-Apps habt, dann kann ich euch jetzt ganz einfach die Lösung geben. Und zwar geht ihr als erstes auf über diesen Mac und dann auf Systembericht. Dann scrollt ihr runter auf Software und geht dann auf Programme. Und dann muss überall bei 64-Bit einfach Ja stehen und dann habt ihr nur 64-Bit-Apps. Aber kommen wir jetzt zum spannendsten Part, wie ihr es schafft, dass euer iPad quasi ein Display ist für euer MacBook. Und zwar ist das iPad hier gespiegelt von dem MacBook hinter mir und auch dem Display. Also um gleich die erste Frage zu stellen, die ich mir auch persönlich gestellt habe, ist, ja, es ist möglich, wenn man schon ein Display ans MacBook angeschlossen hat, dann das iPad auch noch zu verbinden. Und was wirklich sehr cool ist, dass es hier einfach übers WLAN funktioniert. Das heißt, ihr seht hier keine Kabel und das ist gerade wirklich sehr cool, wenn man daheim ist oder auch in seinem Studio zum Beispiel. Wer sein iPad direkt anschließen möchte an sein MacBook, der findet dazu unten einfach mal Kabel, womit das Ganze gelingt. Aber kommen wir jetzt dazu, wie man denn das Ganze ganz simpel einrichtet. Ihr findet unter den Einstellungen eine neue Rubrik, die sich Sidecar nennt. Da klickt ihr ganz simpel einfach mal rauf und dann könnt ihr euer iPad ganz simpel auswählen. Als kleine Information, bei mir hat es wirklich 5 Minuten gedauert, bis mein iPad von meinem MacBook überhaupt erkannt wurde. Also macht euch da keine Sorgen. Ihr müsst auf jeden Fall im gleichen WLAN sein und dann sollte das Ganze wirklich gut funktionieren. Aber bringt es überhaupt wirklich was und wie ist überhaupt die Übertragungsqualität und wie ist die Latenz? Also kann man damit überhaupt schneiden? Als erstes, die Qualität ist wirklich, wirklich ausreichend. Ich habe hier das iPad aus dem Jahr 2017 mit 12,9 Zoll. Ihr seht hier gleich auch noch Aufnahmen mit dem iPad Pro. Aber ich kann es sogar nutzen, um live damit zu schneiden. Wirklich so gut ist die Qualität und so gering ist die Latenz selbst übers WLAN. Ich kann zum Beispiel ganz einfach in Final Cut Pro X das iPad hier als externes Display auswählen und kann dann hier zum Beispiel meinen kompletten Bildschirm drauflegen, wo ich dann zum Beispiel mich sehe, wie ich vor der Kamera rede. Also wirklich sehr cool und gestochen scharf. Aber der Funktionsumfang ist dort für mich noch nicht zu Ende, denn wenn ihr noch einen Apple Pencil habt, dann könnt ihr das iPad wirklich benutzen, als wäre es ein richtiges MacBook, einfach mit Touchscreen. Das heißt, ihr könntet euch dann ganz simpel einfach Lightroom rüberziehen auf euer iPad, könnt euch dann auf die Couch setzen, mit euren Apple Pencil könnt ihr dann ganz simpel eure Bilder bearbeiten. Und wisst ihr was? Das funktioniert unglaublich präzise. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es sich so normal anfühlt, mit einem Apple Pencil auf einem iPad sein MacBook zu bedienen. Und wenn ihr ein MacBook habt, was noch keine Touchbar hat, dann könnt ihr das quasi damit nachrüsten, weil ihr habt jetzt quasi immer eine Touchbar unten. Das Ganze könnt ihr nämlich auch noch bei Sidecar ganz simpel einstellen, ob ihr es haben wollt oder nicht. Ich finde es sehr praktisch. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man zum Beispiel das iPad nicht so halten könnte und das Display kommt mit, sondern einfach immer nur so horizontal, dann kommt das iPad mit, aber nicht, wenn man es vertikal hält. Das würde ich sehr cool finden, zum Beispiel, wenn man einfach im Internet damit browsen möchte oder wenn man vertikal Bilder bearbeiten möchte. Dafür gibt es 1000 Anwendungszwecke, für was das hilfreich wäre.
Ansonsten kommen wir zum iPhone 11 Pro Gewinnspiel in eurer Wunschkonfiguration und was ihr dazu machen müsst. Einmal den Kanal hier zu abonnieren, dann den Kanal von TechnikLike und von Rainer Wolf. Beide Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem neuen iPad OS zusammen mit dem Mac OS haltet und wie ihr den Workflow findet zwischen dem iPad und dem MacBook. Und dann könnt ihr gerne noch dem Video einen Daumen nach oben geben und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.